herzlich willkommen zurück zu Let's Show, die Sims 3. Heute geht es um Annie. Annie und ihr Pony. Und Annie ist älter geworden. Annie ist gealtert, während wir eine kurze Zeit bei Oma waren, ist Annie zum Teenager geworden. Gut, dafür, das Derp wird ja bald erwachsen. Da kann das schon ganz gut laufen, aber Annie, so süße kleine Annie. Ich glaube, dann wird es Zeit für ein Baby im Haus, aber erstmal muss Annie, glaube ich, ihre Hausaufgaben machen. Der Hund, mag der sie oder wollte sie einfach nur anbellen? Mathilda Mangold ist gestolpert und aufs Laufband gefallen. Ach, Mathilda ist gerade hier beim Training. Na, das ist ja schön. Ja, was will denn der Hund? Da kann ich zu ihr hin, ist zu wenig Platz. Hallo, lieber kleiner Vogel. Dass wir einfach hier so einen Falken haben. Kann man mit dem Falken auch irgendwas Tolles machen? Das Sprechen beibringen. Klar. Ja, sicher. Kennt man ja. Falken können sprechen. Nicht. Was will der Hund jetzt mit ihm? Er will ihn beschnüffeln. Na, dann beschnüffel ihn mal. Wo schnüffelst du denn rum, Hund? Schäm dich. Das macht man doch nicht. Und wo ist eigentlich der Neuzugang? Wo ist eigentlich der Neuzugang? Der Neuzugang kommt irgendwo da unten. Wo ist denn... Wo ist der denn? Hallo, kleiner Neuzugang? Den haben sie sich ja einfach gekauft, während ich mal 5 Minuten nicht... Kleines Hundebabyli. Da kann die Treppen nicht hochgehen. Irgendjemand muss ihn reinholen. Was ist denn mit hier los? Was passiert denn jetzt? Alter, du hast die Schule geschwänzt, Mann. Das gibt's aufs Maul. Oh, so wie es aussieht. Du steckst in großen Schwierigkeiten, junger Mann. Du solltest dich... das solltest du lieber nicht noch einmal tun. Du könntest mir ein bisschen im Haushalt helfen, um mich wieder auf deine Seite zu bringen. Oh, so wie es aussieht. So wie es aussieht, hat er mal wieder die Schule geschwänzt. Das passiert ihm übrigens öfters, oder? Weil er nicht zur Arbeit gegangen ist. Hm. Der kleine Hund kann nicht rein. Kann er mal jemanden einen Hund reinholen? Kann er mal hier ein Tier hochnehmen? Naja, Knupschi-Pupschi kommt nicht rein. Oh, er will das machen? Nee, jetzt wird er... Er wird jedes Mal wird er abgelenkt. Oh, Joy. Ach, ist Joy süß. Joy ist ja so süß. Haben sie sich einen Welpen zugelegt, die chaotische Familie? Tja, Annie, dann schnapp dir mal den kleinen Welpen. Will er sich nicht hochnehmen lassen? Oh, dann mussten sie erstmal die Zuneigung zu ihm gewinnen. Ein bisschen mit ihm reden. Und dann, bürsten kann man ihn nicht. Aber man kann... Oh, ja, kleiner Knubbel-Knubbel-Knubbel. Kannst du ihn jetzt hochheben? Er mag nicht. Dann müssen wir eben noch ein kleines bisschen mehr mit ihm machen. Ihr seht schon, mit den Tieren kann man in Sims echt viel anstellen. Auch richtig raufen, wie man da drüben deutlich sieht. Leckerchen geben, ne? Das ist doch mal was. Oh, Breakdance-Hund. Oh, der ist ja so süß. Der ist ja so unglaublich süß. Kann sie ihn jetzt hochheben? Geht das jetzt? Immer noch nicht. Mögen sie sich einfach nicht genug, oder was? Nee, das geht leider nicht. Oh. Kann er ihn hochnehmen? Kann er das vielleicht machen? Geht das? Oh, was hat der Kleine sich denn? Lebenserfahrungspunkte dazu bekommen. Kannst du ihn hochheben? Oder denkt an einen Drachen. Oh. Aber Annie möchte ja eigentlich viel lieber einen Pony haben, Annie. Annie, du machst jetzt mal nicht deine Hausaufgaben. Wir gehen jetzt mal zum nächstbesten Reiterhof. Wo haben wir den denn? Hier haben wir ihn. Da, wie wär's mit einem Pferd kaufen? Annie und ihr Pony. Hunde sind ja süß und gut. Aber, ne, bringt's auch nicht auf die Dauer. Und der kleine Knuffelpups kann von niemandem hochgenommen werden. Kurz gesagt, kann auch niemand ihn nach Hause ins, in die Treppen hochtragen. Ist schlecht und muss der Hund da draußen nämlich verhungern. Das ist von Sims mal wieder so prickelnd programmiert, dass ich jetzt ganz einfach aushelfen werde, indem ich ihn hierhin teleportiere. Beam me up, Scotty. Geht doch. Guck den kleinen Knupsi an. Oh, jüch. Und Annie schnappt sich jetzt einfach mal hier das Taxi. Oh, da ist eine Reitveranstaltung.
Cool. Die veranstalten hier also richtige Festivals. Wusste ich gar nicht. Aber wir wollen eigentlich nur ein Pony kaufen. Ein süßes, kleines Pony. Hört ihr die Pferde auch? Ich höre sie auch. Was gibt's denn hier alles? Egoist, Cognac, Donatella, Quecksilber, Schoko und Boogie. Boogie sieht ja interessant aus. Ist genie, schnell und ahnungslos. Er ist ruhig, flink und ungezähmt. Genie, ruhig und flink. Genie und tapfer. Oh, das scheint, dem fehlen noch ein paar Merkmale. Schüchtern und ein Genie. Genie, schnell, ahnungslos. Genie, ruhig und flink. Schoko, Schokolade. Na, das klingt doch gut. Kaufen wir uns also Schoko. Bist du dir sicher, dass du dieses Pferd für 1136 Simoleons kaufen willst? Pferde brauchen jede Menge Fürsorge und Zuwendung. Natürlich. Und wir bleiben bei dem Namen Schoko. Und wo ist Schoko? Ah, sie muss mit Schoko natürlich erstmal rauskommen. Schoko ist noch da drin. Anni kauft ein Pony. Anni kauft ein Pony. Anni hat ein Pony. Naja, es ist ein Pferd, kein Pony, aber fast. Es ist ja nicht sonderlich groß. Oh, nicht schlecht. Endlich hat Anni ihr Pony. Ja, was wir damit wohl alles noch anstellen können, auf jeden Fall jede Menge Unsinn. Schokopferd ist zum ersten Mal von einem Sim geritten worden. Er wird nie vergessen, wie es sich anfühlt, einen Sim auf dem Rücken herumzutragen. Ja, das ist was ganz Besonderes. Den kann man über die Erinnerung teilen. Und zack, Erinnerung geteilt. Dupdidu, dann hat sie ein Pferd gekauft. Das ist alles ganz cool. Erinnerung teilen. Moment, das kopiere ich mal. Lass das wieder wegnehmen. Reitturnier später. Das über Pferde lesen wir uns später durch. Dann kann man ja auch noch individuelle Erinnerungen schießen, indem wir einfach so machen. Pan. Und das da jetzt einfügen. Positiv. Und posten. Ja, ich möchte das wirklich an meine Pinnwand teilen, damit es jeder lesen kann, dass Anni jetzt ein Pony hat. Wunderbar. Was können wir denn jetzt mit dem Pony alles machen? Pferd freien Lauf lassen, ausreiten, absteigen, Zuneigung, den Hals kraulen. Satteln, Pflege, Bürsten, Hufe kratzen. Ausreiten. Naja, ausreiten klingt doch mal nach was. Oder könnt ihr auch hier irgendwo hin? Kommt man da auch irgendwo rein? So Hindernislauf oder so? Na, ich glaube, das müssen wir dann zu Hause machen. Das Pferd mag es hier noch nicht ganz so. Wo reiten die beiden denn jetzt hin? Und ich glaube, es folgt uns irgendwie so ein... Ah, das war ein Lichtbug. Wie man sieht, kann Anni noch nicht so sonderlich gut reiten. Es sieht noch ein klein wenig unbeholfen aus. Wir lesen uns jetzt erstmal durch, was es überhaupt bedeutet, ein Pferd zu haben. Hinweise. Abenteuer, Akrobat, Aktion, Akkunft, aktive Münzen, Babys, Babybedürfnisse, Beeinflussung, Bestrafung, Charisma, Chemie, Linkmixen, ein Promi, eine Band gründen, Erfinder, Erinnerungen, Ermittlung, Ersteller, ein Sim, Ersteller, ein Stil erweitert, festgelegt, Fallen, Ferienhäuser, dupdi-dupdi-du, Geisterjäger, dupdi-dupdi-du, Flöhe. Oh ja, die Viecher können auch Flöhe kriegen, nicht vergessen. Dupdi, Hunde, Katzenpflege, Hunde, Jagdfähigkeiten, Jagdfähigkeiten, Jobsuche, dupdi-du, Kätzchen, Welpen, Fohlen. Kleintiere, dupdi-du, wir haben es gleich. Ich will nur mal alles durchgehen. Pferdepflege. Pferde sind edle Geschöpfe, brauchen aber auch eine Menge Pflege. Bevor dein neues Pferd zu dir kommt, solltest du eine Box, einen Wassertrog und genügend Heu zum Überleben sorgen. Ein neues Tier braucht möglicherweise etwas Gesellschaft. Sorge dafür, Zeit mit deinem Tier zu verbringen und sich mit ihm zu beschäftigen. Pferde lieben es vor allem zu rennen und zu springen. Wenn du dich nicht genug um dein Pferd kümmerst, nimmt es dir der Sozialarbeiter wieder weg. Achte also auf die Bedürfnisse deines Tieres und baue eine Beziehung mit ihm auf. Wir wissen also jetzt gleich, wir müssen noch ein paar Sachen kaufen. Reiten. Auf einem Pferd zu reiten ist eine tolle Art, sich fortzubewegen. Aber im Gegensatz zu Sims können Pferde nicht überall hingehen. Pferde können keine Treppen steigen, Aufzüge benutzen oder Türen durchqueren. Nein, doch. Oh. Wird ein reitender Sim an ein Ziel geschickt, zu dem das Pferd nicht gelangen kann, trägt es ihn so weit wie möglich. Dann steigt der Sim ab und legt den Rest des Wegs alleine hin. Sims, die auf einem Pferd reiten, können bestimmte Interaktionen ausführen, ohne absteigen zu müssen. Interaktionen, die Sims vom Pferderücken aus ausführen können, sind im Interaktionsmenü mit einem Pferde- oder Sim-Icon gekennzeichnet. Und mit der Aktion bla. Nicht alle Pferde folgen von Anfang an den Befehlen ihres Sims. Pferde mit dem Merkmal ungezähmt brauchen eine starke Beziehung zum Sim, bevor sie sich von ihm satteln oder reiten lassen. Je mehr Zeit die Sims damit verbringen, ein solches Pferd zu satteln oder zu reiten, desto eher wird es gezähmt. Reitfähigkeiten. Die Reitfähigkeiten umfassen sowohl das reiterische Können eines Sims als auch seine Fähigkeit, Pferde zu trainieren. Sie belohnen Pferdeliebhaber für ihre Hingabe an ihre vierbeinigen Freunde. Mit steigenden Reitfähigkeiten werden neue Interaktionen mit deinem Sim verfügbar. Also muss sie ein bisschen reiten üben. Gut, reiten.
Reitfähigkeiten können auf unterschiedliche Weise erworben werden. Du kannst für den Anfang Bücher übers Reiten lesen, die in der Buchhandlung erhältlich sind oder im Reitzentrum Reitstunden nehmen. Ist dein Sim eher praktisch veranlagt, kann er auch direkt aufs Pferd steigen und hoch zu Ross die Stadt und ihre Umgebung unsicher machen, um reiten zu lernen. Auch andere Interaktionen wie Springen trainieren und Rennen trainieren verbessern die Reitfähigkeiten. Und jetzt noch das Reitzentrum. Das Reitzentrum ist die Top-Location für alle zukünftigen Pferdebesitzer, professionellen Pferdezüchter und Spitzenreiter, die sich ein bisschen was dazu verdienen wollen. Du möchtest dir gerne ein Pferd zulegen? Dann solltest du dir die Pferde zum Verkauf ansehen. Jedes Tier verfügt über ein einzigartiges Erscheinungsbild und besondere Merkmale. Falls keines für dich dabei ist, schau bald wieder vorbei. Es kommen ständig neue Pferde rein. Je besser das Pferd, desto teurer. Das kann jedoch auch zu deinem Vorteil sein. Wenn du ein Pferd verkaufen willst, kannst du damit ordentlich Simoleons verdienen. Nun hast du ein Pferd und fragst dich, was du damit anstellen sollst. Lust auf ein Turnier? Für den Anfang solltest du Reitstunden nehmen, um alles über die Reitfähigkeit zu lernen. Im Zuge deiner Fortschritte und der deines Pferdes erhältst du Zugang zu mehreren Wettbewerben im Reitzentrum. Oh, das klingt interessant. Hier kannst du die Bindung von Ross und Reiter auf die Probe stellen und auch ein wenig Geld verdienen. Oder besuche einfach mit Freunden und Familie eine Reitsportveranstaltung. Ein toller Freizeitspaß. Dabei sein ist nicht alles. Also immer schön deinen Siegerpreis im Auge behalten. Mit dem richtigen Tempo galoppierst du direkt zum Sieg, Ruhm und Reichtum. Ein Platz auf dem Treppchen sichert dir die sichert dir eine hübsche Trophäe, die du zu Hause stolz zur Schau stellen kannst und möglicherweise sogar einen Bericht auf der Titelseite der Lokalzeitung. Dein Pferd hat eine tolle Karriere hingelegt, aber langsam kommt es in die Jahre. Das ist natürlich. Im Pferdesportzirkus kann man nicht ewig mithalten. Du kannst aber den Grundstein für zukünftige Erfolge legen und eine erstklassige Rennpferdelinie züchten. Mit einem Hengst werden Züchter dir ein nettes Sümmchen zahlen und ihre Stuten von ihm decken lassen. Oh, für deine Stute kannst du deinen Partner mit perfekten Merkmalen wählen, um eine starke Linie zu züchten. Das bedeutet, es gibt auch noch Rennfähigkeiten. Nur Pferde können Rennfähigkeiten, bla bla, Rennfähigkeiten, Möglichkeiten, Rennfähigkeiten erwerben, Trainingspfosten, bla, Rennfähigkeiten, Renntrainingspfosten. Mein Gott, was kann man alles über Pferde bei den Sims lernen? Mithilfe von Renntrainingspfosten können Spieler ihre eigenen Rennstrecken erstellen, während Reiter mit Trainingspfosten zumindest Level 2. Achtung, wenn ein Pferd so lange trainiert wird, ist es womöglich von der Lernerschöpfung gepackt. Okay. Ja, wir reiten erstmal in einem unglaublichen Tempo. Wow, atemberaubend. Das macht sie schon mal sehr gut. Also ich meine, das könnte schlimmer laufen. Aber ich glaube, die beiden sollten jetzt mal nach Hause reiten. Sonst wird es ja nie was hier. Nach Hause gehen. Mit dem Pferd. Und wir sollten uns mal überlegen, dass wir für das Pferd mal was hinstellen, was das Pony braucht. Ob wir noch genügend Platz auf dem Grundstück haben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rennt unser Hund da unten rum. Auch da können wir uns mal wieder hier mit diesen Sachen machen. Pferdestreusel, nee, das ist es nicht. Ich suche Traumkarrieren, einfach tierisch, das ist auch zu viel. Nach Funktionen sortieren. Tierbedarf, Pferde. So, Pferde brauchen auf jeden Fall Heu. Und sie brauchen eine Box. Box, Westen von gestern. Gibt es da auch kleinere Boxen? Oder muss das so eine Monsterbox sein? Die passt ja nirgendwo hin, da müsste ich ja das Auto für verkaufen. Naja gut, wir haben hier hinten im Garten Gott sei Dank noch so ein bisschen Platz. Na, dann muss der Rhododendron eben weichen. Wie sieht's aus? Okay, die kann da hingestellt werden. Gut, dann hat das Pferd schon mal seine Box. Ja, was gibt's denn sonst noch hier? Einen Heuhaufen? Einen Heuhaufen hinstellen. Braucht es das unbedingt? Was haben wir denn hier noch? Wassertrog. Ja, ich habe so das Gefühl, ein Wassertrog wäre für ein Pferd nicht schlecht. Damit es uns nicht verdurstet, ne? Das wollen wir ja auch nicht. Gut, also wir haben jetzt hier die Box. Ein Leckstein fürs Pferd. Nein, danke. Heu ist eigentlich etwas für Pferde. Heu kann allerdings auch etwas für Sims auf der Suche nach einem kleinen Abenteuer sein. Oh, ich verstehe. Man kann im Heuhaufen doch ganz andere Dinge machen. Ja, dann packen wir doch mal einen Heuhaufen hier vors Haus. Ja, die Sprunglinger brauchen wir jetzt noch nicht. Inferno reiten durch den flammenden Reifen. Nee, ich hoffe, das ist alles, was das Pferd braucht. Wir können ja noch einen Leckstein hier hinstellen. Die Mülltonne können wir auch mal hinters Haus verfrachten. Dann steht die nicht so im Weg. Ich hoffe, das passt dann. Der kommt ein bisschen weiterhin nach vorne. Ich hoffe, das reicht dem Pony. Kleinen Pony. Weil das muss ja hier in den Reitstall, ne? Gerittenes Pferd hineinbringen. Das klingt doch mal gut. Und sie hat ihre Hausaufgaben noch... Hat überhaupt schon mal irgendjemand von denen hier Hausaufgaben gemacht? Sie sitzt gerade da hinten nach der Arbeit, macht Hausaufgaben. Und wie geht's bei ihm voran? Du sollst doch im Haushalt helfen. Was ist das? Betrachten, treten. Ein magischer Gartenzwerg? Wo haben wir den denn her? Was für ein Teil genau ist das? Egal, wir haben einen magischen Gartenzwerg. Wollte ich immer schon mal besitzen. Er sollte
nicht den Heuhaufen angucken. Du solltest dringend aufs Klo gehen. Und Mama macht hoffentlich für die ganze Familie was zu essen. Und Papa zockt natürlich wieder. Okay, er geht jetzt erstmal auf die Toilette. Und dann, wie sieht es hier mit den Hausaufgaben aus? Zu 62%. Danach kann er noch seine Hausaufgaben machen. Ja, dann kann er schnell auch noch was essen, meinetwegen Brot mit Marmelade. Und dann einen bösen Traum haben und schlafen gehen. Was hat er denn hier böse? Freude am Unglück. Sims, die vom Bösen fasziniert sind, erfreuen sich am Unglück anderer, weil Sim gesehen hat, wie anderer Sim leidet. Ja, ha, ha, ha. Meinetwegen. Was will denn der kleine Knuffelpuff? Oh, hier ist ja so süß. Oh, er will irgendwas zerstören. Kannst du mit den Dingern hier spielen? Geht das? Nee, das geht leider nicht. Aber wenn er irgendwas zerstören will... Wie geht's dem Pony? Der Pony hat Hunger. Wo kann das denn überhaupt essen? Reiter abwerfen? Wie bitte was? Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht deinen Reiter abwerfen. Kommt nicht in Frage. Nicht am Berghang. Das könnte schmerzhaft enden. Ja, es scheint nicht zu funktionieren mit dem Ab... Oh, oh. Erstens mal, was ist denn das für ein Zeug dort?